aus, als hätte sie schon eine Menge mitgemacht. Okay. Dann auf nach oben. Ta-ta-da-ta, ta-ta-da. Boah, als die Synchronsprecherin das eingesprochen hat, oder war sie ja hochmotiviert, du, ich merke das schon. Ta-ta-da-da, ta-ta-da. Ja, ja, ich war böse und gemein. Ja, ich bringe ihn mit, Mutter. Ja, ja, ich muss Schluss machen. Warum? Ich lenke einen Drachen, weißt du? Ich bin nicht schnippisch. Ja, gut. Mhm. Ja, bis nachher. Ja. Bei allen Göttern, wie ich sie hasse. Nicht mehr lange, Monkus, nicht mehr lange. Wenn du es erst einmal in Händen hältst. Bin ja mal gespannt, was es ist. Du musst vorsichtig sein. Mutter ist misstrauisch und hat ihre Agenten überall. Und du redest ständig mit dir selber. Sei lieber still. An der Geschichte des Gremlins scheint wirklich was dran zu sein. Umso wichtiger, dass ich ihn befreie. Wenn ich hier ganz außen bleibe, kann man mich aus dem Führerstand nicht sehen. Okay, haben wir die Peitsche noch? Ne, die hängt natürlich jetzt unten, ne? Eines dieser Schwerter könnte ich gut gebrauchen. Aber ich komme nicht zum Ständer, ohne dass mich der Hexer sieht. Zum Ständer. Ja. Was haben wir denn hier noch so? Ein dünner Holzstab mit der Fahne der Schattenarmee. Der Stab ist locker mit der Reling verbunden. Kann ich mir den sniggern? Ich hab ihn. Und der Hexer hat nichts bemerkt. Was haben wir noch so? Gut, der, also ich meine, es ist jetzt auch der Anfang. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Möglichkeiten. Ein gut 2 Meter langer Holzstab. Flexibel, aber doch hochfest. Ja. Es gibt halt jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, ich könnte das Schwert mit dem Stab erreichen. Aber ich könnte es nicht gefahrlos rüberholen. Okay. Der Gremlin würde den Stab bemerken und ich hätte ein Messer im Bauch, bevor ich oh-oh sagen könnte. Oh-oh. Moment. Was gibt's denn hier noch? Ein alter Pappkarton. Es scheint sich um eine Art Notfallkiste für Drachenabstürze zu handeln. In der Kiste liegen einige mottenzerfressende Decken, etwas Trockenfleisch mit einem weißen Pelzbezug, ein blauer und ein roter Trank und, eine Schnur mit einem Angelhaken. Die sieht noch recht brauchbar aus. Ich nehme sie mit. Okay. Kannst du den kombinieren, indem du... Das ist aber ziemlich gemein, diese kleine Kiste hier am Rand, hinter ihr einfach mal. Kannst du den Inventar kombinieren? Ja, das dachte ich mir schon. Ein mal. Gut 2 Meter langer Holzstab. Ja. Eine etwa 3 Meter lange Schnur mit einem ziemlich großen, verrosteten Angelhaken. Die Schnur macht noch einen recht stabilen Eindruck. Okay, ein 2 Meter langer ich und ein 3 Meter den langer. Ich Faden an die Spitze des Stabes und habe damit eine Angel. Ka-ching. Jetzt angle ich mir ein Schwert, ja? Mach doch mal. Und guck sie mal, das ist sogar ganz geschickt. Ja, natürlich. Das war elegant. Da kommt irgend so ein komisches Random-Geräusch. Ja, komm her. So, jetzt haben wir ein Schwert. Das Schwert ist nicht schön, aber verdammt scharf. Ja, ich finde es schon ein schönes Schwert. So an sich. Komm. Ich sollte erst MacGuffin warnen, dass es nun losgeht. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal. Ach so. Machen wir das doch. Was gibt's? Was gibt's, Mama? Was habt ihr so Mächtiges entdeckt? Was will Munkus von euch haben? Eine Waffe? Es ist... Ich kann es dir nicht sagen. Es wäre zu gefährlich. Und eigentlich... Nun, eigentlich habe ich es auch gar nicht. Wie meint ihr das? Ich habe in einem alten Buch einen Hinweis gefunden, wo das Artefakt... Wo es verborgen ist. Es. Artefakt? Das wird ja immer banaler. Es ist nicht banal. Der Kampf Gut gegen Böse ist niemals banal. Ihr habt vorhin von eurem Geheimkeller gesprochen. In diesem Keller liegt das Buch? Ziemlich riskant. Okay. Ich habe ein Schwert und kann das Halteseil durchtrennen, sobald ihr bereit seid. Sehr gut. Von mir aus kann es losgehen. Wir sind über den Bergen. Jetzt oder nie. Natürlich sind wir Seid über den Bergen. Seid ihr wirklich sicher? Das bin ich. Aber
Wenn ich das hier nicht überlebe oder sie mich erwischen, dann musst du das Buch aus meinem Geheimkeller holen und zum Erzmagier bringen. Dabei, was jetzt passiert. Ich bin kein alter Gremlin-Zausel, sondern eine junge, sexy Elfe, der Held in dieser Geschichte. Wie unwahrscheinlich. Rede nicht. Schneide mich endlich los. Okay, dann wollen wir doch mal. Ich glaube, der Zeitpunkt ist günstig. Da vorn kommt ein schneebedeckter Berggipfel. Ja, dann go, go. Die hat eine Ding sie gelöst, eine Lasche gelöst und direkt fällt das ganze Ding von dem Drachen ab. Das ist aber eine fragwürdige Konstruktion, würde ich sagen. King Art Games Production. Lol. Die Musik in dem Spiel ist übrigens echt, echt geil. Also finde ich. Echt nice. Mark König, lol. Ist das vielleicht ein deutsches Spiel? Eckebart Latzer! Boah, Alter, so ein Spaß, das kann ernsthaft ein deutsches Spiel sein. Philipp Bullhoff, Thomas Jahn. Ich glaube, natürlich ist das ein deutsches Spiel. Weil, ohne es einzustellen, hat das einfach mal die deutsche Synchro drin, also. Ja, doch, ist ein deutsches Spiel. Und ich habe dann ja nicht gesehen, dass man das irgendwo ändern konnte, um ehrlich zu sein. Skript das! Ich möchte jetzt aber nichts sagen, aber eben als er auf die Karte gezoomt hat, das sah irgendwie schwer nach der WoW-Map aus. Frag mich aber nicht, ich bin kein aktueller WoW-Spieler oder irgendwas. Frag mich nicht genau, wie das Land da hieß, aber es gab auch so eine Karte, wo links und rechts so ein Land ist. Rettest du fleißig die Welt? Ich bin hier gleich fertig. Boah. Ich sehe schon, bist schwer am Schuften, was? Was warst du diesmal? Ein edler Ritter hoch zu Ross oder wieder so ein komischer Mann? Ich hab da was für dich. Schick meinen neuen Hausroboter auf Rattenjacht. Die Ratte hat's auf meine kostbaren Hopfdolden abgesehen. Und wenn ich die im Frühjahr nicht pflanze, könnte schon in wenigen Jahren das Bier knapp werden. Ich habe noch nie gehört, dass ein Held Ratten jagen musste. Aber noch bist du kein Held. Noch bist du meine Hilfe. Meine Hilfe. Als solcher solltest du lieber in die Puschen kommen. Danach kannst du Feierabend machen und weiter von echten Heldentaten träumen. Ich überprüfe so lange die Biervorräte. Heute sind die Fässer 2034... und 2038 an der Reihe. Ich hab da so ein Gefühl, als könnte es mit der 2030er-Serie ein paar Probleme geben. Man wird sehen. Boah, mir kommt die Stimme so super bekannt vor. Leck mich mal am Arsch. Das ist übrigens in der Halle des Bergkönigs, was da im Hintergrund läuft. Ein super geiles Lied. Und im gleichen Moment habe ich gerade ein bisschen Angst, dass wir ganz böse GEMA-Probleme bekommen werden in diesem Spiel. Die Zwerge sind hervorragende Steinmetze. Der Kamin ist Beweis dafür. Eine diebische Ratte. Verschlagen und gefährlich. Oh Gott, sie flüchtet immer in ihr Loch, sobald ich ihr zu nahe komme. Okay. Aber sie sollen wir ja suchen, ne? Oder fangen, das wäre doch. Die Rohre führen durch die Wände und den Boden. Sie sind Teil des zentralen Bierversorgungssystems, das die ganze Bastion durchzieht. Eine große Transportkiste. Die muss geliefert worden sein, als ich gefegt habe. Natürlich. Das heißt, wir spielen übrigens auch mehrere Charaktere. Mal sehen.
Charaktere natürlich, nicht Charakter. Wir spielen mehrere Charakter. Mit bloßen Händen bekomme ich die Kiste nicht auf. Okay, wir brauchen also etwas, um die Kiste aufzubekommen. Ja, weil ich jetzt mal, ich komme jetzt der Ratte näher und Ratte verpisst sich natürlich. Classic. Was sonst noch irgendwas, was wir angucken können? Da. Achtel Zettel an der Wand. Das ist eine Landkarte. Die besten Kneipen des Landes steht drauf. Sie zeigt das Gebiet von unserem schönen Weißkammgebirge bis hinunter zum Meer, an dessen Küste die Menschen leben. Okay. Die Landkarte zeigt das Gebiet. Das heißt, wir sind hier im Weißkammgebirge, ja? Also im Endeffekt da, wo wir gerade mit den anderen zwei abgestürzt sind. Das heißt, ich schätze mal, Tor noch draußen, ja? Sind beides Tore noch draußen. Moment, stopp, ich möchte erst mit ihm reden. Er hat eine unheimlich coole Synchronstimme. Hallo, Herr Kellermeister. Unheimlich coole Synchronstimme. Wilbur. Na. Wilbur und Bilbo ist schon nah aneinander, würde ich sagen. Ist mit dem Bier alles in Ordnung? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Ist eine komplizierte Sache mit dem Bier. Da denkst du, scheint ja gut zu sein. Und plötzlich... Boom. Ist alles erdig und muffig im Abgang. Hilft alles nichts. Von einem Krug wird man nicht schlau, sag ich immer. Der ist einfach... Das wäre ja uns der super Beruf für Toki. Biertester. Ich soll den Roboter aus der Kiste auspacken und auf die Jagd nach einer Ratte schicken? Genau. Würde für dich als Gnom nicht schwierig sein. Ihr habt doch ein Händchen für so technischen Kram. Ich hab's aber nicht so mit Technik. Ich interessiere mich mehr für die geheimnisvollen Mächte der Magie. Na, in jedem Fall ist bestimmt eine Anleitung in der Kiste. Damit sollte es auch für den Herrn Magier nicht schwierig sein. Ja, na dann. Und sobald der Roboter die Ratte gefangen hat, kann ich Feierabend machen? Ja, da kannst du nach Hause und weiterschlafen. Wo sind eigentlich die anderen Zwerge? Im Krieg, weißt du doch. Schon seit Jahren ist niemand mehr hier außer mir. Ich halte den ganzen Laden in Schuss. Wenn du nicht wärst, wäre ich vielleicht schon an Einsamkeit gestorben. Wie sieht es denn an der Front aus? Die Allianz gewinnt doch wohl. Die Allianz ist ein schöner Schlamassel. Es geht vor und zurück. Und das seit Jahren. Keine Seite kann sich einen Vorteil verschaffen. Heute erobern wir Finsterburg, morgen plündert die Schattenarmee Auenhain. Heute erledigen wir Garok den Finsterschlitzer, morgen erwischen sie Bella Sonnentau. Zurzeit belagern sie wohl die Festung von Modroga, der alten Erzhexe. Da beißen sie sich aber die Zähne aus. Das kann noch Jahre dauern, bis eine Seite die Oberhand gewinnt. Hoffentlich unsere. Tja, hoffentlich. Hahaha. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wie gesagt, ich bin kein WoW-Experte, aber mir fällt das mal gerade also auf. Die Elfendame, der Zwerg, der Gnom, the shit, Trolle laufen da rum. Jetzt gerade die Namen, das hätten natürlich auch wieder Anspielungen sein können, aber wie gesagt, die verstehe ich nicht. Ich habe WoW nie wirklich aktiv gespielt. Aber es deutet schon einiges so darauf hin. Da liegt übrigens zu Brecht, ne? Sehe ich gerade erst. Vermissen Sie die anderen Zwerge sehr? Naja, ist natürlich nicht viel los hier, das stimmt schon. Früher haben wir jeden Abend ordentlich gefeiert. Steinbeißer und Bolin, der Bär, Beppe und Talin, der konnte jeden im Fingerhakeln besiegen. Und natürlich Blind, unser Anführer, mit seinem goldenen Humpen. Jetzt habe ich nur noch dich. Und du bist auch nicht gerade ein großer Partylöwe. Vielleicht kommen die anderen Zwerge ja bald zurück. Tja. Und dann erzählen sie von ihren Abenteuern, was sie alles erlebt haben. Und ich kann da nur zuhören. Ich würde gern ihre Geschichten hören, wenn ich schon nicht dabei gewesen bin. Beppo und wie ist der andere? Blind oder so? Oh, nicht Spaß. Also ich glaube, dieses Spiel ist voll von Anspielungen auf Herr der Ringe und WoW. Ich kümmere mich dann mal um den Roboter und die Ratte. Jojo, mal zu! Der Typ ist so besoffen. Mit den WoW-Anspielungen kann ich dann leider nicht wirklich viel anfangen. Mit den...
Herr der Ringe-Anspielung eventuell. Wobei auch das so ein Film war, den ich nie so